Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Redegott Stanny! Ihr seht hier den offiziellen Trailer zur neuen Fortnite-Season. Aber Fortnite ist offline. Wird Fortnite überhaupt jemals wieder online kommen? Werden wir wieder Fortnite spielen können? Können wir die neue Season antesten? Wo ist gerade das Problem? Was ist da genau los? Und was gibt es alles Neues in der neuen Season? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr solltet es auf keinen Fall verpassen, weil die Server sind down und ihr habt eh nichts zu tun. Und deswegen lasst ihr jetzt erstmal ein Like und ein Abo da, sonst raste ich hier nämlich richtig aus. Und hier sehen wir nämlich, so werdet ihr erstmal ins Spiel reinkommen. Und da seht ihr schon, was alles abgeht. Die neuen Icarus-Flügel, Aphrodite, ein Skin bzw. ein Gott. Die Flügel haben Angriffsfähigkeiten, die Hadeskette. Hadeskette aktuell noch nicht im Spiel drin, wird im Laufe der Season erscheinen. Also nicht wundern, wenn die Server irgendwann mal wieder gehen sollten. Die Hadeskette wird nicht drin sein. Einer der krassesten Emotes überhaupt. Der Cerberus mit der speziellen Cerberus-Schrotflinte. Gucken wir uns auch noch genauer an, die ist sehr speziell. Dann haben wir hier Artemis mit der neuen DMR und Backflip. Neue Wasserfähigkeit, der Wasserbändiger, gibt's so auch noch nicht, kommt im Laufe der Season. Gucken wir uns auch noch genauer an. Und natürlich das Highlight, der Zeus mit den drei Zeus-Blitzen in der Dreierkombination, die extrem OP und super stark sind. Das alles gibt's im Video. Let's go. So, normalerweise würde es jetzt in Fortnite aussehen, wenn wir jetzt spielen könnten. Aber die Server sind ja gerade am Brennen. Und wieso die Server gerade Probleme haben, gucken wir uns gleich auch noch an. Also seid da auf jeden Fall nicht so aufgeregt. Wir machen heute alles. Wir haben Zeit und China hat hier natürlich ein sehr bekannter Leaker. Hat hier nämlich schon die sehr exklusiven Battle Pass Sachen hochgeladen. Und ich muss wirklich sagen, da gibt es einige sehr, sehr krasse Sachen drin. Wir sehen hier Pickaxe, guckt euch mal alleine den Hängegleiter an, Freunde. Von Cerberus, den Motorbike-Gleiter und das Backwing auch. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte anfangs ein bisschen so gedacht, okay, Battle Pass vielleicht nicht so gut, aber dann sind da so eine Dinger drin, guckt euch das Emote an. Also, sorry, das ist einfach nur absolut geisteskrank. Und natürlich auch die neue Midas-Variante und alleine der Skin, der Cerberus, ist für mich meiner Meinung nach das absolute Highlight aus der Season. Geisteskrank. Haben wir jetzt hier natürlich noch Loading-Screens, die anderen Skins, die alle reingekommen sind. Also von mir jetzt schon die Bewertung Battle Pass 8 von 10. Einer der besseren Battle Pässe, muss man einfach sagen, was auch so die Option Skins angeht und die Kombination, die man da auswählen kann. Guck mal, hier auch das hier, die Gold-Variante. Den gibt es ja nochmal, den Cerberus-Skin in einer anderen Variante, aber alleine hier die Gold-Variante. Absolut geisteskrank, ey, der sieht so sick aus. Aber das war es natürlich nicht gewesen, weil jetzt kommt nämlich Aphrodite. Aphrodite, muss man prinzipiell sagen, ist einer der unspektakulärsten Skins. Hier auch nochmal ein sehr lustiges Emote mit so 3, 2, 1 Snap-mäßig, also so Kamera. Wenn wir uns jetzt auch mal angucken, also hier die Tarnung ist auch okay. Der Skin, die Pickaxe, okay, ist gut, die Pickaxe, gar keine Frage. Aber der Skin auch ist unscheinbar. Es sieht cool aus, ist nice, ja, aber ich finde die andere Variante, die gleich kommt, deutlich krasser, und zwar die Immortal-Variante. Ihr seht sie hier schon. Ich finde, das hat so ein bisschen so mäßig Schwitzer-Skin schon. Backbling ist okay. Kann man mitnehmen. Gucken wir es natürlich gerne an. Sprays. Und hier haben wir nochmal die Waffe in der Immortal-Variante. Und gleich kommt das Highlight, Leute. Warum echt? Ich muss sagen, das hat jetzt nochmal gerettet. Auch das Emote jetzt hier, Bro. Wie geil ist bitte das Emote? Einfach so eine Liebesschaukel. Süße Schaukel. Und natürlich, guckt euch das an. Barfuß, absolut sweatermäßig sieht das aus. Der sweatermäßige Immortal Aphrodite Skin. Geil. Auch nochmal ein cooler Loading Screen mit Poseidon. Dem Paul Berger eine Musik, die uns eh nicht interessiert. Also, ich weiß nicht, interessiert euch die Musik aus dem Battle Pass? Ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding hier. Kommen wir mal weiter hier. Dann haben wir geile Tarnung. Also Tarnungen im Allgemeinen, die auch diesmal im Battle Pass drin sind. Sehr krass. Cooles, lustiges Emotchen hier mit den Korallenbrüdern. Und dann nochmal das coole Backbling mit den, mit den Slime, Mini-Slime drin. Den Dreizack haben wir hier. Und natürlich Poseidon himself. Besonders die Lego-Variante finde ich von Poseidon extrem krass. Aber er hat noch eine Magma-Variante, die gleich auch noch kommt. Und also da bin ich echt Fan von, muss ich sagen. Hier nochmal ein kleines Banner. Geile Waffenlackierung. Sieht auch sehr clean aus, meiner Meinung nach. Do you even slurp, bro? Auch ein lustiges Ding. Und hier so eine kleine Posaune.
wo jetzt sein kleiner Kollege rauskommt, dieser kleine Krebs, und quasi Poseidon mit anfeuert für den Korallen-Call hier. Kann man machen. Die Immortal-Poseidon-Variante sieht auch extrem fresh aus. Aber er ist leider ein bisschen zu groß, der Skin, so dass ich jetzt sagen würde, er ist nicht spielbar, leider. Dann das Oldschool-GG in der Animationsmöglichkeit. Hier, das ist jetzt nicht so krass, das Backbling, aber es kommt gleich noch ein bisschen krasseres Backbling von Medusa. Auch ein Gott, der verfügbar sein wird. Ich muss sagen, Medusa ist im Allgemeinen der schlechteste Skin aus dem kompletten Battle Pass. Mir gefällt er persönlich nicht so. Ich finde, den hätte man ein bisschen krasser machen können. Aber Medusa ist der schlechteste Skin, hat aber das krasseste Emote bekommen. Guckt euch das an. Bro, was ist das für ein Emote? Leute, geht's euch noch gut oder was? Also, das ist doch anders. Coole Tarnung auch, muss ich sagen. Die gefällt mir richtig gut mit den Augen da. Das passt wiederum. Und jetzt gibt es noch die quasi die Barrier, also die, auch die Immortal-Variante von Medusa. Oder heißt sogar ein bisschen anders hier. Ist aber, ja, ist okay. Ist okay, sieht ein bisschen aggressiver aus. Dann kommt Zeus. Ich war zuerst so ein bisschen zwiegespalten. Einer der krassesten Contrails überhaupt. Boah, guckt euch das an. Einfach mit der Blitzwolke zum Boden. Das ist auch das geilste Emote überhaupt. John ist hier einfach gebraten. Backblink 10 von 10, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dann die Gitarre für den Festival-Modus. Auch so lustig. Das. Und guckt euch den Hängegleiter an. Müssen wir noch drüber reden? Hängegleiter, geisteskrank. Dann Zeus himself mit dem Pickaxe in den Hand. Sieht krass aus. Also sorry, aber das sieht heftig aus. Ist kein Level 100er Skin, aber meiner Meinung nach auch nicht verdient, weil der Level 100er Skin ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Auch nochmal ein Bewegungs-Emote. Damit könnt ihr euch über den Boden bewegen. Absolut crazy. Feiere ich auch extrem. Dann, Tarnung ist okay. Hier nochmal die Pickaxes, die auch sehr, sehr krass meiner Meinung nach aussehen. V-Bucks und die andere Variante ist okay. Ist okay. Der sieht noch ein bisschen fresher aus, aber ja, bin ich nicht so überzeugt. Artemis, die Göttin der Jäger oder jägermäßig, die quasi auch die DMR-Waffe hat. Die DMR-Waffe wird es auch in verschiedenen Varianten komplett auf der Karte geben. Backbling bzw. Pickaxe ist auch ein ganz cooler Effekt, muss ich sagen, weil wenn ihr damit schlagt, kommt quasi das komplette Universum zum Vorschein. Die Harfe als Backbling und jetzt noch ein cooler Emote, den finde ich richtig nice. Schießt mit ihrem Bogen nach oben und jetzt die Galaxy-Variante. Kann man nichts falsch machen, sieht extrem cool aus. Galaxy ist eh immer geil. Was willst du da falsch machen bei Galaxy? Kannst du nichts. Passt. Wunderbar. Nächster Loading-Screen hier. Und mit der neuen Fire-Variant. Hier nochmal alles in dunkelrot. Mit den Pfeilen, mit der Pickaxe. Die jetzt hier auch nochmal hier guckt. Das Universum. Auch in rot. Alles sieht geil aus hier. Das, also der Effekt ist satisfying. Gleiter ist in Ordnung. Hat eine coole Aufmach-Animation. Auch einer meiner Favorite-Skins. Guck mal, wie clean die auch aussieht. Also, boah, Artemis hier in der Feuerrot-Variante Immortal. Geil. Geil. Sieht einfach krass meiner Meinung nach aus. Und jetzt der Level 100er Skin. Hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eher zuerst dachte Zeus. Aber guckt euch mal diesen Contrail an. V-Bucks, die Festival-Gitarre. Dann der Hades-Key. Und der Hades-Skin himself. Sieht jetzt erstmal. Okay, sieht mächtig aus, aber warum er Level 100 ist, werdet ihr nicht auf der letzten Seite sehen. Deswegen, letzte Seite ist immer die wichtigste Seite. Haben wir hier auch nochmal gleich den Hängegleiter. Also der Hades-Hängegleiter ist meiner Meinung nach auch einer der krassesten überhaupt. Okay, Emote ist okay, ein bisschen Musik ist auch gut. Hades seine Underworld-Musik, weil Hades wird ja einen eigenen kompletten Underworld-Ort auf der Karte haben. Hier ist sein Hängegleiter. Boah, der wird krass aussehen, wie man da dann so drinnen sitzt und dann niedergleitet. V-Bucks und jetzt kommt die Dark Variant, die Dark Transformation. Guckt euch das an, wie hart es aussieht. Müssen wir nicht mehr drüber reden, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ist gerechtfertigt. Jetzt gibt es noch die Special Rewards, die man sich freischalten kann. Ab Level 100 plus. Sieht sehr geil aus, das Backbling von Medusa. Und hier auch nochmal Poseidon in der Magma. Ey, das sieht so krank aus. Aber das Problem ist, ihr werdet über die ganze Karte gespottet und gesehen. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann nochmal hier die Pickaxe. Schön nochmal. Oh ja, schöne Tarnung. Contrail ist auch sehr cool. Starfall, Stella so mäßig.
Und nochmal hier der Immortal Zeus. Der Unterschied ist jetzt nicht unnormal riesig. Geile Tarnung auch nochmal. Okay, Loading Screen sehen alle gut aus. Die Artworks sind eh allgemein im Fortnite immer eigentlich on fleek. Da haben die echt gute Leute, die das machen. Hier nochmal die, ja, die andere rosa Variante sieht auch krass aus. Also den Skin haben die echt gut hinbekommen. Da muss ich sagen, finde ich ein bisschen langweilig. Die Hades-Varianten, die jetzt noch kommen, für Fortnite Festival, Medusa, Sängerstab. Für Fortnite Festival spielen, glaube ich, eh nicht so viele. Also, ja, ist okay. Lila Variante ist in Ordnung. Das ist mit einer der besten überhaupt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der Cerberus, Feier Cerberus. Bro, wie böse der aussieht. Ich hoffe, der ist gut spielbar. Ich sag's euch ehrlich. Hier dann noch ein paar Secrets, die natürlich in den nächsten Wochen freigeschaltet werden. Und die Avatar-Kooperation mit Korra, die im Laufe der Season kommen werden. Und dann wird auch quasi diese Wasserbändiger-Fähigkeit verfügbar sein. Und es werden weitere Avatar-Skins kommen. Dann haben wir hier einmal Midas, der reinkommen wird. Dann der Skin für die Unreal Ranked. Also wenn ihr Ranked werdet, kriegt ihr diesen Skin in verschiedenen Farben. Ranked wurde übrigens in der Season 2 jetzt deutlich schwieriger gemacht. Also es ist nicht mehr so einfach, überhaupt Unreal zu kommen. Wahrscheinlich werden jetzt nur ein paar tausend Spieler es gerade mal schaffen, Unreal zu kommen, weil man hat es deutlich schwieriger gemacht, das überhaupt zu schaffen, dass nicht mehr jeder Nutris macht. Das ist der Ares-Skin. Der wird im April im Crew-Paket drin sein. Ist auch mal so eine Besonderheit, dass er direkt geleakt worden ist. Ist, wie gesagt, ein neues Crew-Paket, was wir bekommen werden. Und dann auch die anderen Skins, die jetzt so im Starter-Packs dabei sein werden, in verschiedenen anderen Packs, die wir jetzt auch in den nächsten Wochen bekommen werden. Sehr, sehr geil. Aber ich denke mal, euch interessiert auch, was gerade in-game abgeht. Und zwar, wir haben extrem viele neue Waffen, die hinzugefügt worden sind. Die Karte werden wir uns angucken. Und dass ihr, wenn die Server wieder online sind, direkt reinstarten könnt. Wir gehen rein. Und zwar ist hier schon mal der Panik-Post überhaupt schlechthin. Und zwar, hallo zusammen, wir sind während unseren Wartungsarbeiten auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Und dieses unerwartete Problem, Freunde, ist, denke ich mal, ein Critical Error Problem. Also wirklich ein großes Problem, weil man hat die Downtime mindestens 8 weitere Stunden verlängert. Das macht man nicht einfach so, wenn es ein kleines Problem ist. Das macht man nur, wenn es am Brennen ist. Es könnte sogar länger dauern. Ich könnte mir sogar vorstellen, 12 Stunden dauern. Wartet nicht drauf. Ich sag's euch so, wie es ist. Es könnte sogar sein, dass wir einen Tag die Server offline sein werden. Wir arbeiten an Hochdruck, es verschiebt sich, aber deswegen habt ihr dieses Video und ihr wisst eigentlich eh schon alles, was drin ist. Neuer Limited Timeout wird reinkommen. So wird die Karte aussehen. Der Lava Midas Gold Modus. Und die Karte wird sich langsam so goldfeuermäßig einfärben. Wird ein extra Spielmodus sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Dann wird es neue Medaillen auf der Karte geben. Diese Medaillen werden nicht so, wie sie in der letzten Season einfach nur einige Lebenspunkte gebracht haben, hat jede Medaille eine Spezialfähigkeit. Und zwar Aspect of Speed erhöht eure Jumpkraft und ihr bewegt euch schneller. Aspect of Siphon, pro Kill bekommt ihr Leben zurück. Aspect of Agility, ihr könnt schneller durch die Welt reisen und habt eine Fortbewegungsfähigkeit. Und Aspect of Combat, ihr macht auf Distanz mehr Schaden. Alle Medaillen kombiniert zusammen, falls ihr alle Medaillen auf einmal finden solltet, absolut krass. Ihr habt alle Superfähigkeiten, regeneriert Leben und ihr werdet absolut overpowered sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann noch ein kleiner Funfact, aber nur eine kleine Sache. Und zwar, guck mal hier, die neuen Autos, die bekommen nämlich neue Räder. Und da sind unter anderem so eine Reifen dabei. Die Reifen könnt ihr bald einfach auf dem Lamborghini machen. Wie krank ist das bitte? So wird die neue Karte aussehen. Wir sehen hier oben sehr, sehr großes Gebiet. Neue POI, The Underworld. Grimgate ist ein neuer Ort. The Underworld, hier wird Hades sein. Aber die mythischen Waffen von Hades sind noch nicht verfügbar. Hier wird es einmal den Zeus geben und noch den anderen Typen, also den Ares-Typen, die da quasi auch fighten und wo es auch spezielle Medaillen und Waffen geben wird. Die werden wir uns gleich aber noch angucken. Das wird der Siegesgleiter sein. Und das wird der Ranked Umbrella sein. Junge, wie krank sieht das bitte aus, wenn ihr Unreal seid? So heftig. Hier haben wir jetzt eine spezielle Waffe, wo ihr euch wahrscheinlich fragt, was ist das denn? Und zwar, es wird eine Star Wars Kooperation geben, wo es einen Wookiee-Bogen geben wird. Ja, Leute, das ist ein spezieller Bogen von Chewbacca, von Star Wars. Und dieser Bogen wird auch im Laufe der Season einfach verfügbar sein. Sieht
überkrank aus. Das werden die Skins sein, die wir für die Ranked bekommen werden. Ihr seht, jeder Rank bekommt einen verschiedenen Skin. Finde ich eine sehr coole Sache. Also wenn man diese Season wirklich Unreal ist, kriegt man einen absolut krassen Unreal-Skin. So sehen die Karten schon von, also in-game aus, weil einige Leute können natürlich schon ein bisschen auf die Server zugreifen. Für, das sind halt Leaker alles. Keine Ahnung, wie die das machen, Leute, aber ich finde, das sieht sehr, sehr krass aus. Also die Karte im Allgemeinen kommt sehr brutal rüber. Hier sehen wir jetzt noch die Icarus schwingen. Das ist, guckt euch das an. Es sieht so satisfying aus. Es wird der neue Movement-Gegenstand dieser Season sein. Es gibt keinen anderen großen Movement-Gegenstand. Ich hoffe echt, die machen Bock, irgendwie rumzufliegen. Ich glaube, der Typ checkt noch nicht so richtig, wie die funktionieren. Aber auch die Karte, wenn wir das hier sehen. Ey, so nice, ey. Overall würde ich der Season auch wirklich, guck mal alleine hier mit den Zeus-Blitzen, eine 8 von 10 geben oder sogar eine 9 von 10, weil ich finde die ganzen Sachen, die reingekommen sind, ultra krass. Ihr seht auch hier, ihr könnt insgesamt 3 Blitze werfen und danach habt ihr eine sehr, sehr lange 8 Sekunden Nachladephase, was extrem lang ist. Und deswegen glaube ich, dass die Blitze einzeln übelst viel Damage machen werden. Das werden die neuen Bunker sein, die verteilt auf der Karte sind. Das sind Waffenbunker. In diesen Bunkern werden auch unter anderem spezielle Sachen verfügbar sein, wie unter anderem neue Waffenmodifikationen. Diese Waffenmodifikationen sehen unter anderem so aus, und zwar ein Infrarot-Zielfernrohr, was ihr auf jede Waffe ballern könnt. Und dann ein Tempo-Handgriff. Diesen Handgriff, wenn ihr anvisiert, bewegt ihr euch schneller, was sehr, sehr krass ist. Dann seht ihr hier noch alle speziellen mythischen Waffen, und zwar die Icarus-Flügel. Dann einmal das Kriegsschmiedesturmgewehr. Das gibt es einmal in mythisch und auch in anderen Varianten in grün, blau, gold oder was auch immer. Also in anderen Varianten auch. Dann haben wir die neue DMR, die Jägerin DMR. Die gibt es auch in mythisch, aber die gibt es auch gleichzeitig in grau, grün, blau. Also es gibt von jeder Waffe quasi die krasse OP-mythische Variante. Wie auch von der verbotenen Maschinenpistole, die zum Beispiel eine sehr krasse Funktion hat. Zum Anfang ist die Waffe extrem genau. Umso länger ihr Dauerfeuer haltet, umso ungenauer wird die Waffe. Bin ich sehr gespannt, wie sich die spielt. Dann haben wir hier die Torwächter-Schrotflinte. Gibt es auch in mythisch, in grün, blau, episch, alles. Also auch in der OP-Variante. Und das ist eine Schrotflinte. Die ist sehr speziell. Und zwar, normalerweise die Schrotflinten schießen ja so. Pam, pam, pam. Diese Schrotflinte hat aber nur 3 Schuss und schießt pam, pam, pam. Also diese 3 Schuss, die geladen sind, werden extrem schnell abgeschossen und macht auch extrem viel Damage. Ich glaube, diese Schrotflinte wird sehr krass overpowered sein. Und natürlich nochmal die Zeus-Fähigkeit, auch sehr heftig. Dann wird es im Laufe der Season noch diesen Feuerhammer geben. Der wird aber erst während der Season freigeschaltet. Bin ich auch gespannt, wie der aussehen wird. Feuerhammer krank. Was auch reinkommen wird, was jetzt nicht zum Anfang drin ist, aber reinkommen wird, eine Mini-Schildbubble. Hatten wir schon mal im Spiel gehabt. Das war so eine riesen Schildbubble, die euch geschützt hat. Jetzt kommt die kleinere Variante rein. Hier sehen wir auch nochmal die neue SMG in den verschiedenen Seltenheitsstufen. Genau das gleiche mit der DMR. Auch wie viel Schaden die macht, könnt ihr alles hier sehen. Das ist die neue Striker-Waffe, und zwar die alte Striker AR wurde entfernt. Und das ist jetzt quasi die neue Striker, die soll sehr viel Schaden machen, aber auch extrem hohen Rückstoß haben. Bin ich gespannt, wie sich die Waffe spielt. Dann auch Highlight, die neue Drumgun. Auch sehr, sehr krass, dass die drin ist. Aber ich glaube, Maschinenpistolenmeter ist schon lange nicht mehr gewesen. Ich glaube, Drumgun wird sich nicht durchsetzen. Bin ich mir relativ sicher. Die neue Cerberus-Schrotflinte, 3 Schuss, extrem stark. In der mythischen Variante macht sie pro Schuss 97 Damage und 146er Headshot-Schaden. Ey, das ist über-OP. Normale Impulsgranaten sind auch wieder zurück. Und die Shuck Splashers sind auch back. Hier sehen wir nochmal die neue Wookie-Waffe, die kommen wird, wie Chewbacca die gerade in der Hand hat. Das ist natürlich hier das Highlight-Biom, Leute, der Olympus, Mount Olympus. Also das ist wirklich das krasseste Biom überhaupt. Hier sehen wir auch zum Beispiel den ersten Ort, den Underworld-Ort. Das ist ja der Ort, der zum Beispiel bei Hades sein wird. Das Spezielle, es soll bei der Underworld und einmal bei Olympus spezielle OP-Kisten geben, ja, die wirklich sehr, sehr krassen Loot haben. Oder ich glaube, die sind nur beim Olympus. Werden wir aber gleich noch sehen. Also das ist wirklich, sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Man sieht da auch den Olympusberg. Also ich muss sagen, optisch gesehen, mit einer der besten Seasons. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt, wie das hier so alles aussieht. Man hat natürlich nicht die komplette Karte geändert, was natürlich auch klar gewesen ist. Wir haben kein neues Chapter, Freunde. Wir haben nur eine neue Season bekommen. Aber ich finde, was reingekommen ist, ist sehr, sehr mächtig.
Hier später wird dann Hades unterwegs sein mit seinen Feuerketten, die im Laufe der Season kommen werden. Oh, das sieht so krank aus hier mit den goldenen, mit der goldenen Figur direkt da vorne. Wow. Geisteskrank. Aber wenn ihr das schon feiert, wir müssen weitergehen. Das ist das absolute Highlight. Müssen wir alle nicht drüber reden. Auch direkt In-Game-Aufnahmen. Der Mount Olympus. Das ist seit so langer Zeit der krasseste Ort in Fortnite, der hinzugefügt worden ist. Ich kann es selber nicht glauben. Ich finde den Ort sowas krass. Also besser hätte man es meiner Meinung nach nicht machen können. Ich freue mich da wirklich schon zu landen, Zeus abzuknallen und seine Blitze auszuprobieren. Einfach wie das aussieht, das ist so big. Und da wird es halt auch diese speziellen Kisten geben. Und in diesen Kisten werdet ihr unter anderem die Icarus-Flügel bekommen oder die Zeus-Blitze. Und zwar, das ist auch das Krasse, die Zeus-Blitze. Ich dachte, wenn man, also Zeus ist ja ein Boss auf der Karte. Wenn man Zeus eliminiert, bekommt ihr eine mythische DMR und seine Blitze. Aber diese Blitze könnt ihr auch random aus der Kiste bekommen, theoretisch. Ne? Also das ist halt auch wirklich das Krasse. Also werden viele Leute mit den Fähigkeiten unterwegs sein und nicht nur eine Person. Finde ich aber auch sehr nice. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen den Berg, Alter. Wie krank das überhaupt aussieht hier mit dem Berg, mit dieser Figur, die über die ganze Karte guckt. Boah, ey, ich hoffe, dass sich die Figur irgendwann rausbewegt und ein krasses Live-Event stattfindet. Das wäre heftig. Hier seht ihr es auch nochmal, wie eindrucksvoll das aussieht. Ey, das ist so schön. Ich wollte es sehr knackig halten, es war ein schneller Überblick über die neue Season, dass wenn die Downtime vorbei ist, und ich denke, es wird leider länger dauern als 8 Stunden, ich hoffe natürlich nicht, vielleicht kriegen wir in 5 Stunden auch schon eine gute Nachricht, dass alles online ist, aber Freunde, das war ein kleiner Überblick, ich hoffe, euch hat es gefallen, dann lasst doch bitte in Itemshop Creator Code Stani da, wenn ihr mich supporten wollt, und ein Like und ein Abo, würde ich mich auch drüber freuen, Abfahrt.